da bin ich immer noch. Ich bin Isabel Edvardsson und ich bin seit 2006 bei Let's Dance dabei, seit den ersten Staffeln. Das ist der absolute Wahnsinn. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt 17 Jahre Let's Dance mache. Und es ist schön, auf alle Jahre zurückzublicken und schöne Erinnerungen nochmal zu sehen. Nasan. Ja, Susan. Es riecht nach Samstagabendshow und das an einem Montagabend. Ihnen auch zu Hause. Herzlich willkommen zu Let's Dance. Damals bei der ersten Staffel war natürlich logischerweise alles neu. Keiner wusste, was kommt auf einen zu, wie kommt es an. Damals habe ich mit Wayne Carpendale getanzt. Ich weiß noch ganz genau, wir haben zu Madonna Cha-Cha-Cha getanzt. Ich hatte ein goldenes Kleid angehabt. Und wir haben einfach Gas gegeben. Es war natürlich mega aufregend. Das war Fernsehen. Also, man ist im Fernsehen. Also live. Isabel Edvardsson, tack så mycket. Das ist bra, ja, ha. Ja. Und das war so ein bisschen, passiert das hier wirklich? Also man muss sich so ein bisschen kneifen, dass man halt in diese Welt einfach eingetaucht ist, in diese Fernsehwelt. Das war überwältigend, klar. Ehrlich gesagt muss ich an Isabel sagen, ich bedanke mich noch mal recht herzlich, dass Sie aus diesen jungen Herren einen so guten Tänzer gemacht haben, innerhalb von kurzer Zeit. Dancing Stars 2006 sind... Wayne und Isabel, herzlichen Glückwunsch! Ihr seid die Dancing Stars 2006! Alle Spannung ist einfach aus dem Körper. Wir sind, glaube ich, auf dem Boden und runter. Das habe ich seitdem, glaube ich, nie wieder erlebt. Das war wie, als wenn der Welt so kurz stillsteht. Giovanni Elba, Staffel 2, 2007. Das war mein erster Fußballer. Mit Giovanni war es eine gute Zusammenarbeit. Das war ein bisschen anders als mit Wayne, weil die Fußballer sind teilweise nicht so diszipliniert, wie man sich das vorstellen kann. Also Giovanni und ich, wir haben es tatsächlich zum Finale geschafft. Am Ende dritter Platz. Ja, nach 2007 gab es ja leider 2 Jahre Pause. Komisch, warum das denn eigentlich? Aber Hauptsache 2010 war Let's Dance wieder zurück. Let's Dance. Da, in dem Jahr, war ich tatsächlich nicht als Tänzerin dabei, sondern einmal als Jurorin. Für den weiblichen Charme in der Jury sorgt die bezaubernde Tänzerin Isabel Edvardsson. Ich habe bei 2 Let's Dance Staffeln als Tänzerin mitgemacht. Also niemand kann es besser bewerten als ich. Klar ist das total spannend, dann auf einmal auf die ganz andere Seite zu sitzen. Es war so ein bisschen Holzbeinschritt. Erstmal fand ich sie doch weiblich, muss ich sagen. Es war ich auch stolz. Übrigens. Ein bisschen stimmt das, was Ella mir gesagt mit diesen unterschiedlichen. Natürlich. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das eine Jahr in der Jury. Aber ein Jahr später war ich zurück auf meinen Platz als Profitänzerin. Bei 2011 habe ich mit Tim Lobinger getanzt. Leider ist er jetzt nicht mehr unter uns und das hat natürlich, es ist wahnsinnig wehgetan und ja, es ist wahnsinnig traurig. Ja, 2012 hatte ich einen sehr charmanten Herrn an meiner Seite. Ja, Wahnsinn! Isabel ist mein großer Traum gewesen. Als der sich dann erfüllte, war das also eine riesengroße Freude. Ich spür, mit dir wird wahr, was ich in Träumen sah. Man kann einfach nicht ihm süß finden. Das ist unmöglich. Ja, 2013 habe ich mit Tietje Mehrendorf getanzt. Beim Tanzen, muss ich sagen, hat er ein gutes Gefühl gehabt. Tietje, wirklich. Eyes,
Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz besonderes Jahr für mich. 2014. Alex Klavs. Und er hatte, also eine Musical-Ausbildung, hat den Gesang gehabt, nicht im Tanzen. Bisher in meinem ganzen Leben habe ich selten erlebt, wie stark jemanden an sich arbeiten kann, wie Alex Klavs. Die Hälfte der Tänze mit Alexander Klavs, die sind die Lieblingstänze. Also natürlich der Charleston. Aber was ich besonders cool fand von ihm, Samba. Da war ich sogar selbst erstaunt. Hammer, mein Lieber, Hut ab, sag ich. Da konntest du ja teilweise nicht, auf einen schnellen Blick hat man gedacht, der ist ein Profitänzer. Hast du das gesehen?